Willkommen zurück bei Dyson Sphäre Programm. Ja, wir haben hier das Problem mit der Kohle, mit dem Strom. Ich meine, hier läuft ja wieder. Wir verbinden jetzt natürlich wieder die Hauptbasis. Und produzieren natürlich immer noch nicht genug. Gut, die Überlegung ist, wir können das noch erweitern, ne? Noch. Was denn da passiert? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß nicht, verbindet der sich mit dem? Ich glaube schon. Der nicht mehr. Na, fast zum... Megawatt. Ja, wir brauchen viel bessere Stromproduktion. Eine Medium Factory. Meine Factory ist nur eine Medium Factory. So, wie sieht Stromverbrauch aus? Alter, das sehe ich doch gern. Gut, die Forschung steht, ne? Wir müssen... Oh, wir sind ja schon da. Die Forschung steht. Muss ich mal gerade aufladen. Reicht. Wo ist denn unsere andere Kohlefabrik? Da, jetzt fliegt doch dahin. Vielen Dank, Mr. Medium Fabrik. Hm. Die kommen nicht dazu, genug zu produzieren. So, dann verballere ich mal das den. Und ich werde hier jetzt in die andere Richtung gehen. Ich habe nur 4 Smelter. Da müssen wir mal ein paar mehr bauen. Unbedingt Energie.
Und ich brauche unbedingt mehr Kohle. Ich könnte natürlich auch die Kohle anzapfen. Sechs. Nicht schlecht. Nehmen wir mit. Kriege ich hier auch noch einen Sechser hin? Ist die wichtige Frage. Boah. Dann nehmen wir den Sechser auch mit. Ach, guck mal, hier ist jetzt voll. Hier, gib mir Kohle, gib mir Kohle. Ich brauch Kohle. Ich brauch Kohle. Gut, eigentlich brauche ich keine Kohle, sondern ich brauche Graphit. Graphit. So, die füllen das jetzt auf. Und dann machen wir mal richtig Doppellager da drauf. Aus dem Grund, dass wenn wieder der Strom knapp wird, dass wir dann ein dickeres Vorratslager haben. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Ach so, bei den Wegen. Ich weiß halt nicht, ob wir wirklich zwei Ausgänge jeweils brauchen, weil die kosten noch Strom, oder nicht? Was verbrauchen die im Idle? $900 brauchen die im Idle. Das ist halt Strom sparen. So. Ja, ich glaube, wir lassen hier erstmal zwei. Oder? Ja, na gut, wenn jetzt die so ein bisschen laufen und der hintere nichts mehr bekommt. Okay. Eisen braucht auf jeden Fall auch einen zweiten. Na gut, der hintere kommt immer mit. Okay. Also, wir haben jetzt alles da, um eine Produktion aufzubauen für die Assembles. Ich habe vielleicht eine Idee, wenn ich jetzt hier hinbauen würde. Also, wenn ich jetzt hier die Produktion bauen würde, dann könnte ich was ausprobieren. Ich meine, ich brauche ja nicht so viele von denen. Und die können ja dann woanders hin transportiert werden.
Aber dann heißt es auf jeden Fall wieder, ich baue zu eng. Okay, dann machen wir es. Dann bauen wir es jetzt hier hin. Ich baue erstmal, na, so viele müssen wir gar nicht, ne? Vielleicht 3. Es müssen ja nur 3 sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir erweitern. Aber der Plan ist natürlich erstmal 3 zu bauen. So. Jetzt müssen wir einmal den Kram hier hinkriegen. Warte, wovon brauchen wir am meisten? Zahnräder. Das heißt, hier gehen die Zahnräder drauf. Wieso machen wir es eigentlich von oben? Es wäre doch am sinnvollsten, wenn wir von unten gehen, oder? Scheiß drauf. So. So könnten wir es auf jeden Fall erweitern, falls wir es erweitern wollen. Ey, es wird dunkel, mach mal Licht an. So, jetzt wird hier wahrscheinlich dann gleich nicht mehr genug ankommen, oder? Das ist halt jetzt so ein bisschen die Sorge. Ne, was kommt denn hier nicht an? Ach, das kommt hier nicht an. Und wir haben natürlich auch die Zahnräder noch gar nicht. Die Zahn... Oh nein, hier hatte ich gar keine Truhe gebaut. Oh, wie ärgerlich. Vor allem ist gar keine Truhe. Egal. Keine Truhe gebaut. Hätte ich es von unten gemacht, hätte ich nicht diesen Krösus hier bauen müssen. Aber ich baue doch gern Krösus, ihr wisst doch. Sehr viel durcheinander, Krösus. Wenn es nicht durcheinander läuft, dann läuft es nicht. Oder wie war das? So. Der wird natürlich begrenzt.
Gut, dann haben wir jetzt die Produktion von denen. Das freut mich ja. Jetzt brauchen wir nicht die Produktion von denen, sondern wir müssen die Produktion, die haben wir. Das ist kein Problem. Müssen wir nur hochbringen. Die hier müssen wir jetzt noch bauen. So, die haben wir jetzt auch hier. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch eine Produktion von denen. So, Kupfer und das Silikon. Das Silikon haben wir hier unten. Jetzt müssen wir das und das zusammen hier hinklatschen. Das ist der Plan. So, mit einer Strecke halb über die Karte. So, das wird erstmal ein bisschen dauern. Nein! Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin doof. Oh nein! Ich meine, das Feature ist so geil, aber wenn du das so falsch einsetzt wie ich, dann ist es furchtbar. Ich muss mich mal dran gewöhnen, immer mal Shift zu drücken, wenn ich das nutze. So. Die fliegen echt weit jetzt, ne, um das Ding da zu machen. Oh nee. Okay, geht trotzdem. Machen wir auch erstmal zwei, ne, um zu gucken. So, Produktion. Produktion, ne? Idle Power. Power the Idle. Ich baue den einfach ein tiefer. Joghurt. It Joghurt. So. Wie viel brauchen wir von denen? Machen wir hier die ganze Strecke voll, würde ich sagen. It Joghurt. Es ist auf jeden Fall ein krasser Stromverbrauch, wenn die Drohnen fliegen. So, reinen Schlund, reinen Schlund. Und dann würde ich sagen, hier raus aus dem Schlund. Und der ballert jetzt Ballermanns. Hallo Drohne, da ist ein Ding, was du bauen musst. Danke. So. Keine Ahnung, wie viel ich brauche.
Vielleicht brauche ich Hunderttausende. Das ist halt der Plan. Rinnenschlund, Rinnenschlund. Strom. Ja, Strom ist... Oh nein, nicht das schon wieder. Es geht wieder los. Gut. Also ich habe jetzt hier eine komische Produktion an Microchip-Components, ne, Halbleiter und so, ne, haben wir jetzt hier Produktion aufgebaut. Wo ist meine PS5? Immer noch nicht da. Gut, ich habe mich auch nicht bemüht, eine zu bekommen, aber das ist eine andere Sache. So, haben wir die Produktion da natürlich so gebaut, dass wir hier Plus bauen. Habe ich doch. Habe ich. Perfekt. War natürlich alles Teil des Plans. Boah, einen ganzen Stack, Junge! So, den kann ich nicht mehr erweitern tatsächlich. Aber ich denke, den habe ich riesig genug gebaut. So, von den Chips werde ich wahrscheinlich sehr viel brauchen. Deswegen war jetzt der Plan. Dass ich hier lang gehe. Bis hier hinten hin. Erstmal. So, dann hier lang gehe. Erstmal. Das war der Plan. Rüber hier. Wobei, wir können ja auch drüber laufen. Platzverschwendung, wenn wir da jetzt hier nicht übereinander laufen würden. Ich müsste erstmal mehr angewöhnen, mehr Förderbänder übereinander zu bauen. Für Lagereinrichtungen wäre das vielleicht auch praktisch. Dann könnte ich direkt in den obersten gehen. So. Verbunden. Nein, was mache ich denn hier? Ich bin ja auch so dämlicher Horst. Richtig dämlicher Horst. Denn der muss ja hier rüber. Und dann hier runterlaufen. Bis zu dem. So, und der hier... Der ist ja jetzt voll geil, der knallt bis hier hinten durch. Maximal erstmal bis da, ja, ist okay. Wird der zu weit, dann hauen wir den kaputt. Ne, schön mit Schläge und so. So schön in den Analdrift rein. Was labert der da? Analdrift rein. So, einmal... Hallo? Hä? So, rüber hier shiftet. Oh Gott. Was mache ich hier eigentlich? Übertreiben, nennt man das. Platziere jetzt einfach mal, ohne zu warten. Huch, was habe ich denn? Ja, egal. Ich wollte den eigentlich nicht so nah ans Förderband bauen.
So. Also die Produktion ist viel zu groß. Aber sie kommen bis hinten an, das ist die Hauptsache. Ja gut, die brauchen extrem lange zum Produzieren, ne? Das ist der Vorteil. Es war schon nicht schlecht, dass ich so viele von denen gebaut habe. So, jetzt haben wir die Prozessoren. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwas forschen können für eine bessere Stromproduktion. Müsste ich halt hier drauf gehen. Das ist halt der Main Quest, ne? Aber geothermal wäre schon mega nice. Das heißt, ich gehe jetzt auf diese Photonenfrequenz-Conversion. Damit der Strom auch nochmal so richtig in die Knie geht. Und den hier brauche ich, glaube ich, gar nicht. So, Produktionsstätte hierfür können wir jetzt bauen. Das heißt, ich sorge jetzt mal dafür, dass hier ein Förderband hochgeht. Von den hier unten ist das. So ein bisschen hier an der Anlage vorbei. Na komm, ich will, dass du über auf dem Förderband läufst. Okay, dann halt nicht. Dann lauf halt daneben. Mir doch egal. So, laufen wir erstmal bis hier, dann haben wir die da. Müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt bauen. Dass die am besten laufen. Marit wahrscheinlich so. Warte, von was braucht er denn am meisten? Ja. Habe ich mir schon gedacht. So, dann läuft der jetzt erstmal hier so hoch. Der läuft dann hier so runter. Und der geht hier jetzt erstmal hoch. Ach. Mm.
so, so, ich muss Shift gedrückt halten. Das ist interessant. So, raus mit dir. Rinn mit dir, rinn mit dir, rinn mit dir. Andere Seite. Machen wir mal nach unten. Weil den werde ich nicht nach unten hin erweitern, sondern maximal nach oben. So. Vier Stück sollten reichen, maximal. Das ist eigentlich schon relativ viel, ne? Vier Stück. So nicht, Freundchen. So nicht. Dass ich das von Anfang an nicht mit Shift gemacht habe. Was zum... Ja, klar, förder da rein, um es da rauszufördern. Das war natürlich von Anfang an so der Plan. Es hat nur keiner gecheckt. Hier ist ja noch Wald. Wie kann hier auf dem Planeten noch Wald existieren? Hm, die rechte Seite ist gut bestückt, die linke aber irgendwie nicht. Machen wir das einfach so, dass hier am Ende der beide benutzen kann. Und der hier vielleicht auch. So, ich würde den ja gern begrenzen, aber das ist, ich weiß nicht, ob das die Endstufe ist. Wir begrenzen ihn trotzdem erstmal. Und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.